Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und auf diese Schauspielerin freue ich mich sehr und ihr euch bestimmt auch. Ihr kennt sie aus Rote Rosen, aus dem Großstadtrevier, aus Jerks und so viel mehr. Herzlich willkommen, Dorothea Schenk. Wie geht's dir und wo bist du? Ja, hallo, ich bin zu Hause. Und es ist Winter. Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Doch, mir geht's sehr gut. Es sind jetzt bald Ferien und freue mich mit den Kindern der Familie. Ja, ein bisschen Auszeit zu haben. Das freut mich. Wie war denn dein 2022? War es stressig oder ging? Also es war sehr schön. Ich habe leider nicht so viel gearbeitet. Ich habe nur für Aurel was gedreht. Das ist so eine ZDF-Jugend-Satire-Serie. Genau, mit Aurel Merz, ne? Genau, es hat totalen Spaß gemacht, weil es ganz übertrieben man spielen muss. Ansonsten habe ich leider nicht so viel gemacht. Dafür habe ich ziemlich viele Reisen gemacht. Ich bin auch um den Mont Blanc wieder gewandert und ja, richtig tolle Sachen gesehen und das macht mir auch sehr, sehr großen Spaß. Au, Mont Blanc. Was meinst du, woran liegt das, dass du nicht so viel gedreht hast? Also, weil ich verstehe es nicht. Ich finde, du bist eine tolle Schauspielerin. Also ich würde dich gerne viel öfter sehen. Ja, gute Frage. Ich verstehe es auch nicht. Aber vielleicht sehen ja mal ein paar Leute dieses Interview und ändern dann was an der Sache. Ich hätte auch totale Lust zu drehen. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht denken immer alle, dass ich noch irgendwelche Serien mache, aber nein, ich mache keine Serien, ich bin frei. Ich glaube, wir haben in Deutschland ja auch so ein bisschen ein Problem, dass wir unsere tollen Talente, sagen wir mal über 40, so ein bisschen wegrationalisieren. Wenn man guckt, wie es in Amerika gemacht wird, da sind die tollsten Schauspielerinnen, egal welchen Alters, werden da zelebriert. Und hier hast du den Eindruck, wir haben uns für 5 Frauen entschieden und nur noch die besetzen wir. Das ist fürchterlich. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es ganz genauso und leider gehöre ich scheinbar im Moment nicht zu diesen 5 Frauen und würde sehr gerne dazugehören. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich nach wie vor, es wird zwar schon gefördert, dass mehr Frauen und auch mehr ältere Frauen zu tun haben, aber ich denke, wir können da noch nachbessern. Das hoffe ich auch. Und wir werfen einen Blick auf das, was bisher war. Wir springen zuerst zum Großstadtrevier. Die Polizeiobermeisterin Anna Bergmann. Wann hast du diesen Namen das letzte Mal gehört? Ach, jetzt gerade erst, denn ich habe ja einen Fanclub, den ich hier auch ganz herzlich grüße, dem ich, glaube ich, auch zu verdanken habe, dass ich jetzt hier in diesem Interview sitze. Und dieser Fanclub, der hat für mich einen kleinen Film zusammengeschnitten von der letzten, also einer Weihnachtsfolge. Und den habe ich auch gepostet auf meinem Instagram-Account. Und da kommt auf jeden Fall Anna Bergmann drin vor. Großstadtrevier ist ja, man kann es nicht anders sagen, mittlerweile auch eine TV-Legende. Du warst von Anfang an mit dabei und dann warst du weg und dann bist du zurückgekehrt. Als diese Rückkehr war, hattest du da in dir schon gewusst, okay, ich bleibe so und so lange? Oder ist das dann spontan entstanden? Ich war ja nicht von ganz Anfang an dabei. Da gab es ja noch Mareike Carrière und diverse andere. Ich war dann lange 5 Jahre dabei und ging ja dann weg und kam wieder zurück und wurde angerufen, als ich mein 3. Kind bekommen hatte und stillend auf dem Bett saß und gefragt wurde, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte. Das ist natürlich ein Traum eines jeden Schauspielers oder Schauspielerin, würde ich sagen, und bin dann zurückgegangen. Aber das Problem war, dass natürlich meine Familie hier in Berlin lebt und ich in der Zeit den Säugling mit meiner Mutter mitnahm nach Hamburg zum Drehen und immer hin und her gependelt bin. Und es war klar, das geht leider nicht auf Dauer. Also dann müsste die ganze Familie umziehen und das war damals auf jeden Fall nicht möglich. Jetzt sind die Umstände ja ein bisschen anders. Das heißt, theoretisch, ich weiß, beim Großstadtrevier wird ja auch immer mal wieder, gibt's auch immer mal wieder neue Gesichter und es kommen welche zurück. Wäre denn das für dich eine Option, wieder zurückzukehren nach Hamburg? Auf jeden Fall. Also ich liebe Hamburg und ich finde auch Hamburg zum Drehen ideal. Neben Berlin und auch Leipzig, das sind Orte für mich, also wo ich überall gut hinkomme. Und insofern, ja, hätte ich auch große Lust. Was würde Anna Bergmann denn jetzt machen? Also was wäre denn ihre aktuelle Funktion dort? Was glaubst du denn? Was könnte sie tun? Ich glaube, Anna Bergmann kann leider in dem Sinne nicht mehr als Polizistin auftreten, denn ich denke, dass sie sich schon weitergebildet hätte und vielleicht wäre sowas wie eine Staatsanwältin was für sie. Da könnte ich sie mir vorstellen, aber nicht mehr in Uniform. Aber das wäre für dich als Schauspieler natürlich auch toll, eine Figur über so einen langen Zeitraum und dann auch diese Entwicklungsstufen. Das ist ja, glaube ich, das,
worauf man sich freut. Ich habe mich sehr gefreut, dich bei Jerks zu sehen. Ein denkwürdiger Auftritt. Erzähl doch mal bitte, wen du da gespielt hast. Oder habe ich eine Mutter gespielt, die eine verkrüppelte Hand hat und deren Sohn von einem anderen Mädchen in der Klasse sozusagen angemacht wurde, so nach dem Motto, du bist ja der Sohn von der Mutter mit der verkrüppelten Hand. Und nun gab es diese Szene, wo eben diese anderen Eltern von dem Mädchen und wir beim Kaffeetrinken zusammensitzen und es soll eigentlich ein Entschuldigungsgespräch werden von dieser Gegenpartei, von Christian Ulmen. Und aber das geht natürlich total nach hinten los, weil er sich absolut verrennt. Er möchte sozusagen zeigen, dass er ein ganz mitfühlender Mensch ist und überhaupt nichts gegen Behinderung hat und verrennt sich dann total darin. Er verrennt sich so großartig. Neben ihm sitzt die fantastische Colleen Ulmen-Fernandes. Sie war hier auch schon zu Gast. Und er sagt halt aus der Situation heraus, meine Frau ist auch behindert, geistig behindert. Und spricht dann mit deinem, in Anführungsstrichen, Mann und sagt, sie kennen das ja, ne? Wenn man jemanden hat, um den man sich kümmert. Und Colleen sitzt daneben. Diese ganze Szene ist so wundervoll. Die Hand, die du dort hast, ist nicht deine echte. Hat das lange gedauert, diese Hand aufzusetzen oder wie wurde das gemacht? Ja, die wurde von einem Special Effect Team, die auch hier Matrix in der Zeit gemacht haben. Und also ganz spannend. Und ich musste dahin, die wurde eingegipst, wurde ein Abdruck genommen, dann wurde das mit Silikon ausgegossen, dann ging ich wieder hin, die haben die angepasst. Ich war auch mit denen in Verhandlung, ob ich die nicht danach mitnehmen darf. Und dann ging es aber noch darum, dass man die natürlich erst bekommt, wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind und das ausgestrahlt ist. Und jetzt habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr darum bemüht. War auf jeden Fall tolle Arbeit. Also ich hätte, wäre ich du gewesen, hätte ich auch gefragt. Ja. Nee, es ist ganz toll. Also es ist ein super, super Team. Was die machen, ist echt sensationell. Hast du denn irgendwelche Erinnerungen von Rote Rosen? Also hast du wirklich was abgekauft oder mitgenommen oder versehentlich vergessen zurückzugeben? Also ich habe nichts mitgenommen, aber was ganz toll ist, damals, als ich das gedreht habe, dachte ich, ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch, weil du kriegst jede Woche so ein dickes Drehbuch und weißt gar nicht, wie du das lernen sollst. Das ist wirklich ein ganz anderes Format als jede Serie oder jedes Fernsehspiel und jeder Kinofilm, weil du natürlich an einem Tag eine Folge drehst. Und da habe ich echt Heidenrespekt vor den Darstellern. Und vor allem jetzt bin ich ganz froh, dass ich das auch gepackt habe. Denn seitdem weiß ich eigentlich, ich schaffe alles, ich kann alles. Und was ich mitgenommen habe, vor allem ist noch Kollegen, Freunde, die ich als Freunde gefunden habe. Also mit dem Konstantin Lücke habe ich mich gerade getroffen. Entschuldigung. Und wir waren zusammen essen und die Hedi Honert. Also wir hatten eine so tolle Zeit, weil es gerade zu der Zeit ein so toller Cast war und wir uns unheimlich gut verstanden haben. Jeden Nachmittag zusammengesessen, teilweise Text geübt also es war richtig, richtig schön. Und du warst zwischen 2015 und 2019 immer mal wieder da als Simone Falkenstein. Wäre denn das eigentlich was gewesen, bei dem du gesagt hast, komm, lass mal all in gehen, wir machen mal ein ganzes Jahr zusammen? Oder wäre das dann doch vielleicht zu viel geworden? Ich glaube, das wäre mir zu viel geworden. Also ehrlich gesagt, ich habe auch immer zu meinen Kollegen gesagt, sag mir bitte, wenn die mich fragen, ob ich mal die Hauptrolle haben möchte. Nein, ich mache es nicht so, weil es ist ein solches Pensum. Ich habe wirklich einen Heidenrespekt. Dagegen war meine Simone Falkenstein-Spaziergang zu dem, was jetzt die Hauptdarsteller machen. Und ich habe vor allem an Simone Falkenstein, die Rolle habe ich geliebt, weil das wirklich eine ganz tolle, schöne, böse Rolle war. Schön. Und wir hören natürlich auch, du hast eine schöne, eine angenehme Stimme. Du bist auch als Sprecherin unterwegs, ne? Wann war das letzte Mal oder ist das gar nicht mehr bei dir ein Teil der Arbeit? Das ist schön, dass du das sagst, weil ich eigentlich nicht als Sprecherin unterwegs bin und auch noch nie war. Und jetzt aber gerade die ganze Zeit überlege, ob ich mich mal in solchen Agenturen anmelde, um auch, da ich ja, wenn ich nicht drehe, könnte ich ja vielleicht sprechen. Ja, natürlich. Also für mich stellt sich die Frage nicht. Also das solltest du auf jeden Fall mal anbieten, weil es ist ja das gute Menschen, die schauspielerisch tätig sind, sind ja in der Lage, nicht so unsauber zu sprechen wie Moderatoren zum Beispiel. Was ist jetzt eigentlich bei dir auf deiner persönlichen Bucketlist, was die Karriere angeht, noch drauf? Weil du hast ja schon tolle Stationen gemacht, mit wirklich tollen Menschen gespielt. Was steht da noch?
Also du, ehrlich gesagt, steht an erster Stelle, ich möchte einfach arbeiten und drehen. Ich liebe meinen Beruf, ich drehe wahnsinnig gerne. Ich liebe das Format Film. Ich freue mich auch, wenn ich am Ende dieses Gesamtprodukt sehe, wenn ich sehe, die Musik stimmt, die Geschichte stimmt, die Darsteller stimmen, das Licht stimmt, die Kamera. Ich kann mich dafür extrem begeistern, gerade wirklich dieses Endprodukt auch. Und natürlich macht mir es einfach unglaublichen Spaß zu spielen und natürlich auch möglichst unterschiedliche Charaktere und nicht das, was ich bin, sondern eher möglichst gegensätzlich. Das ist so meine Wunschliste. Einfach arbeiten. Drehen. Ich bin guter Dinge und ich bitte euch da draußen, wenn ihr die Gelegenheit habt, Dorothea Schenk zu besetzen, macht es bitte. Das wäre doch Verschwendung, also los. Und ich freue mich, dass Sie heute zu Gast waren in der Web-Talk-Show, Dorothea Schenk. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, super, ich danke dir, toll. Du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest, oder etwas, was dir einfach wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, scheut euch nicht vor neuen Wegen. Die alteingelatschen, die sind so bequem und so gemütlich und irgendwie geht's ja auch. Aber wenn ihr in euch reinhört und da ist irgendwas, was brüllt, geh doch mal woanders hin. Dann folgt dieser Stimme. Ich habe mal durchgezählt. Ich glaube, wir haben aktuell genau ein Leben. Wäre schade, wenn man am Ende sagt, oh, hätte ich mal. Wir sehen uns morgen wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Dorothea Schenk. Bis dann. Wenn der Kuchen spricht, dann schweigen die Krümel. Ich finde, es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Mhm.